Hi. Willkommen zurück. Das letzte Mal ist viel passiert, deswegen da erzähle ich einfach, währenddem ich am Spielen bin, jetzt ein bisschen was drüber. Wir gehen sofort rein. Also, aufgehört habe ich damit, dass ich bisschen laut, Moment. Sorry, so ist glaube besser. Aufgehört, da habe ich damit, dass ich hier so Seelen farmen. Jetzt geht der Mist schon wieder los. Ah. Kaum fängt man an, hat man hier schon wieder wilde Sachen am Start. Aufgehört habe ich damit, dass ich Seelen farmen wollte für diese eine Waffe, die ich gefunden habe. Hier, dieses magische Schwert von Leute. So. Spawnen die wieder? Die spawnen halt sofort wieder, ne? Und kommen schon wieder auf mich zu. Es wird nicht besser. Ich wollte Seelen farmen für dieses Schwert. Teil davon habe ich auch geschafft. Ich bin aber immer noch absolut planlos und habe jetzt tatsächlich übers Wochenende viel nachgedacht, was ich jetzt tun will. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich mich eigentlich an Quelaag probieren möchte. Deswegen gehe ich mich jetzt wieder heilen. Und werde Quelaag probieren. Ich fühle mich nicht zu schwach dafür, um ehrlich zu sein. Ich habe auch viele Sachen entdeckt und gefunden. Ich war unten bei den Geistern. Ich war beim Friedhof. Bin ich runtergegangen. Ich habe einen Drachen gefunden, dem ich seinen Loot geklaut habe. Jetzt kommen die da schon wieder. Na, jetzt kümmere ich mich erst um den. Ah, der lebt ja noch. Haben wir jetzt einen Moment Ruhe? Da kommt die nächste schon wieder an. Was die für eine Reichweite haben. Bei den Geistern unten. Ich habe versucht, die eine Tür aufzumachen, die nicht aufging, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das mit den aktuellen Schlüsseln schon probiert habe. Die kommen halt schon wieder.
Wie schlecht man ihn da hinten sehen kann, ne? Wahnsinn. Ich habe die Spinne gefunden. Ich habe viele Sachen entdeckt und bin ziemlich planlos hier umhergerannt. So richtig weiß ich auch nicht weiter, aber ich habe mich jetzt übers Wochenende dazu entschlossen. Ah, drehen Sie, sind Sie wieder abgedreht. Okay, dann zu Ihnen hier, zu den Boys. Das ist neu. Dass der so nach vorne springt. Also es ist nicht neu, aber... Trotzdem etwas verwirrt gewesen gerade, was da passiert ist. Pickaxt. Okay. Spitzhacke schimpft sich das eigentlich. Ach so. Oh, das war ja so. Ganz vergessen, dass ich ja hier Rüstung tragen muss, damit ich mich nicht vergifte. Das ist die falsche Ausrüstung. Und ich habe kein Moos mehr. Wow. Aber jetzt warte mal. Das ist ja auch seltsam, dass ich jetzt das volle Ding habe. Das volle Gift und so nicht mehr. Ich habe auch überlegt, wenn ich jetzt googeln würde, was würde ich denn nachschauen? Was würde ich nachschauen, wenn ich googeln würde? Was oder wie es weitergeht? Und eine Sache. Die ich googeln könnte, die mir einfallen würde, wäre, was hat das mit Menschlichkeit auf sich? Was soll das? Das war jetzt, der Flakon war vielleicht ein bisschen verschwendet. Ja. Egal, wisst ihr was? Nee, nicht die schweren Stiefel. 18 Feuer. Ja doch, dann sind es wohl die schweren Stiefel mit 18 Feuerschutz. Hat er mich jetzt bemerkt? Ja, tatsächlich. Aber egal, ich möchte ja einfach mal Quelaag probieren. Das heißt, ich gehe da jetzt rein. Und probiere mich an der guten Dame. Erneut. Allerdings möchte ich... den dicken Zweihänder verwenden. Weil ich das Gefühl habe, dass das die bessere Wahl wäre für die gute Dame. Ich warte jetzt doch noch kurz das Gift ab. Hab dann nur noch drei Flakons, ja, aber... Danke. Geht ja erstmal darum, mich jetzt ranzutasten an diesen Boss.
Dieser Schwung mit dem Schwert. Sie ist auch nicht, also so. War der erste Versuch heute. Alles okay. Ich habe sie zweimal getroffen. Gut. Wir sind wieder eine Mumie. Und meine Axt macht auf einmal nicht mehr so viel Schaden wie vorher. Das waren eigentlich immer zwei Hits, dann waren die kaputt. Na, na, na. Nicht cool. Okay. Ja. Ich hatte gehofft, die Reichweite von dem großen Schwert hilft mir irgendwie dabei, diese Spinne zu treffen. Aber so richtig jetzt nicht. Hatte ich jedenfalls das Gefühl. Ich probiere es trotzdem nochmal. Er rollt sich auch sehr langsam. Wie ist denn das, wenn ich jetzt tatsächlich das hier mal ablege? Ist er schneller? Okay, also wenn er das nicht dabei hat, ist er schneller. Und ich brauche das Ding ja jetzt in dem Fall auch nicht. Wow. Wow. Warum sie das jetzt gemacht hatte, verstehe ich nicht ganz.
Au. Das ist sehr, sehr ärgerlich, wenn sie das tut. Ach nö. Oh, ich stehe noch. Ich habe noch nicht rausgefunden, wann sie diesen... Jetzt vielleicht? Ja, jetzt, okay. Diese Explosion macht. Um die Gude da oben drauf wieder zu wecken. Was ist das? Das ist neu. Glaube ich. Oh, jetzt macht sie es wieder. Nein, Scheibenkleister. Zweiter Versuch heute. Zweiter Versuch. Puh. Da geht mir der Puls, ey. Da geht mir der Puls. Victor, hi, grüß dich. Null, ja, passt schon. Und dann meine gute Axt plus 4, plus 5. Robustheit ist noch in Ordnung eigentlich. Das war der erste richtige Versuch an der Spinne. Tatsächlich. Die habe ich bisher noch nie... Also der zweite richtige... Ja, doch, nee, der erste richtige Versuch. Und so knapp. Warum habe ich jetzt die Axt in der falschen Hand? Nein! Nein! Das ist doch Mist! Oh Gott! Nein! Lass mich mal bitte kurz... hier muss die Axt hin. Ach komm. Jetzt hat. Nein, falsche Waffe. Jetzt, so. Gutes Fliegelchen, die Fliege kommt. Das war schlecht. Jawohl.
Also, auf jeden Fall schon mal gelernt, dass die Waffen, die ich hier zusätzlich drin habe, ebenfalls Gewicht kosten. Was natürlich mich wesentlich langsamer macht. Und sehr hilfreich ist. Gerade für so einen Bosskampf. Ich hätte es dir gleich gesagt. Sagt der Chat hier. Ach ja, Victor, du, ich bin selber drauf gekommen. Ja, da war ich zu sehr an der Wand dran. Oh, jetzt kommt wieder die. Sehr gut. Oh, jetzt kommt's wieder. Nein, lass mich raus. Och, nö. Ich bin zwischen ihren Beinen hängen geblieben. Die Explosion ist das Einzige, was mir Schaden macht, gerade aktuell, mir so wie ich es jetzt rausgefunden habe, ja. Für mich finde ich absolut okay. Und selbst die Explosion sehe ich jetzt. Ich kann es einschätzen, wann sie kommt. Da wurde ich in die Flammen rein teleportiert. Keine Ahnung, wie das geklappt hat. Tja. Feuer-Resi-Rüstung habe ich tatsächlich an. Also wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt muss ich erst ein paar Meter weg, bevor die respawnen und mich wieder wollen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das die Feuerabwehr 12. Ja, das ist die Feuerrüstung hier. Feuerabwehr 30, Feuerabwehr 18 und Feuerabwehr 18. Das ist die höchsten Werte, die ich habe an Feuer-Resi. Wir wollen nicht vergiftet sein. Jetzt dachte ich kurz, einer von denen hat mich bemerkt. Die Explosion, die macht schon echt viel Schaden, ja. Aber keine Ahnung, ob die, also so wie ich das verstanden habe, passt das auch mit der Rüstung so. Ich glaube nicht, dass ich da noch irgendwas aktivieren muss, dass dieser Rüstungswert aktiv wird oder sonst irgendwas. So wie ich das verstanden habe, passt das.
Warum ist sie jetzt explodiert? Oh, jetzt explodiert sie. Okay, sehr gut. Okay, jetzt explodiert sie wieder. Und wieder hin. Explodiert es jetzt wieder? Nee, okay. Das sah im ersten Moment ganz kurz so aus. Jetzt explodiert sie. Oh oh, trifft das? Nein. Jetzt explodiert sie wieder. Und wieder hin. Und sie explodiert wieder. Und wieder hin. Autsch. Och nein. Warum hat sie jetzt getroffen? Wahrscheinlich irgendwie der Boden war anders. Dass ich irgendwie höher stand, einen halben Zentimeter, und sie mich deswegen getroffen hat oder sowas. Ärgerlich. Also was hier natürlich wirklich, wirklich nervig ist, ist, dass ich jedes Mal diese Schilde wieder ausrüsten muss. Ob ich, kann ich durchrennen, ohne alle zu killen? Nein, ich denke nicht. Wegen dem Gift. Weil ich jedes Mal Pausen machen muss. Hey, komm jetzt. Die haben so ein seltsames Angriffspattern, ne? Ja, ist ja gut, Mensch. Bin ich gleich an denen vergiftet, ey. Ich, jetzt, ach, komm, ey. Ha. Mann! Unnötig! So unnötig. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Jetzt wieder, okay. Ja gut, ich meine, wenn ich die Vergiftung einmal in Kauf nehme, dann habe ich halt bei Quelaag ein bisschen Schwierigkeiten mit. Aber wenn ich einmal vergiftet bin, dann bin ich halt vergiftet und krieg nicht mehr Gift wieder drauf, sobald ich durch diese Pfützen laufe. Deswegen, also wenn ich sowieso vergiftet bin, könnte man drüber nachdenken, ja. So, und jetzt ist es so, jetzt muss ich ganz kurz mal was nachschauen. Dieser Zweihänder macht 130 und die Streitaxt macht 142. Ich denke, ich sollte doch die Streitaxt einfach zweihändig in die Hand nehmen. Was? Ach, ich habe nicht aufs Gift aufgepasst. Oh.
Schande! Nein! Oh oh, er wirft. Whoop. Ich probier's. Ob's reicht, weiß ich nicht. Oh, ganz knapp. Okay, ich komme ohne Vergiftung durch. Ohne dass ich killen muss. Und mit der Streitaxt kann ich öfter zuhauen. Schauen wir mal. Okay. Explosion. Nein, ich bin reingelaufen. Ist sie wieder... Nee, ist sie nicht. Oh, okay, anderer Move. Den kannte ich noch nicht. Oh, den kenne ich auch nicht. Warum? Warum habe ich das nicht schon längst probiert, diese Spinne kaputt zu machen? Das war ja jetzt... Das war ja jetzt... Easy peasy. Meine Güte. Wow. Danke. Ha. Oh, oh. Hier ist tatsächlich die zweite Glocke. Yes! Wer ist er? Oh, da wird ein Tor geöffnet. New Path unlocked. Nice. Nice. Stark. Gute Entscheidung. Gute Entscheidung, nach dieser Quälerei beim letzten Mal hier jetzt die Spinne doch mal in Angriff zu nehmen. Mit meiner Streitaxt plus 5. Das ist ein Aufzug. Schaue ich jetzt nach dem Aufzug oder schaue ich erstmal, was hier geht? Tiefer rein. Ich schaue erst nach dem Aufzug.
Okay, nein, es ist kein Aufzug. Ich dachte, es wäre ein Aufzug. Okay. Zwanzigtausend Seelen. Ich brauche jetzt ein Feuerchen. Was ist das hier? Ah, das ist ein Feuer. Und Schnecken. Ah nee, das sind diese Dämonenruinen. Wo bin ich denn jetzt? Okay, let's go. Also, ich kann endlich. Waren es 14, die ich brauchte? Ich glaube, es waren 14, die ich brauchte. Das eine Schwert benutzen. Das will ich mir auch gleich mal angucken. Rüstung verstärken, Waffen verstärken. So, jetzt gucken wir noch mal nach diesem Schwert. Wo ist es denn? Kurzschwert, 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 Langschwert, gerades. Astoras Schwert, genau. Das hat nämlich 80 Magieschaden. Und ich kann es benutzen jetzt. Sehr gut. Jetzt habe ich natürlich hier noch 11.000 Seelen. Ich gehe mal ein bisschen auf Leben noch. Jawohl. Ah, Packung Maggi aufreißen, Inhalt in Wasser lösen, Schwert damit einschmieren, Maggi-Schaden. Nice. Ah, so, ihr macht mir nichts, so wie die Boys bei der Spinne. Jedenfalls noch nicht. Was ist das hier alles? Okay, da drüben ist irgendwie ein Tor. Und hier geht's auch lang. Ah ne, jetzt lauft ihr auf mich zu, oder was? Ja, bleibt mal schön weg von mir. Ich will nicht. Die platzen auf und da kommen eklige Dinger raus. Die haben mir bei der Spinne schon gereicht. Die haben mir so einen leichten Vorgeschmack gegeben. Das war mir schon zu viel. Ich will gucken, was hier ist. Das sieht so aus, als könnte ich hier vorlaufen und dann 1800 Seelen verlieren. Ein fetter Lava. Plus, okay. Krass, was hier abgeht. Da hinten liegt Zeug. Oh, was ist das denn? Leute, da stehen fette Golems. So, wie funktioniert das hier? Wie viel Schaden bekomme ich jetzt hier durchs Feuer? Oh, Schande. Okay. Alles klar. No chance, dass ich da reingehe. Schnell wieder zurück. Okay. Lava, Insta-Death. Lava bedeutet Insta-Death. Da unten ist noch ein bisschen was. Oh, hier geht's immer noch tiefer. Was mache ich hier eigentlich? Wenn wir mal ehrlich sind. Warum bin ich hier? Das scheint nichts zu sein.
Ich habe doch jetzt beide Glocken geläutet und eigentlich hätte ich jetzt vermutet, dass ich da nach oben gehe. Richtung. Warum bin ich hier? Oh nein. Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn so ein weißer Nebel nicht weggeht. Das habe ich schon festgestellt. Nun gut. Okay, es brutzelt. Irgendwo brutzelt das. Einfach zwei Wege, die hier lang führen. Ich renne jetzt einfach dran vorbei. Schwarze Goldsaumkapuze. Und es ist wohl definitiv ein Feind. Was passiert? Was tust du? Was? Oh, es hat ein Gesicht. Da ist sein Gesicht. Lavastromdämon. Okay, mein Schwert macht dir wohl nicht so viel aus. Hör bitte auf, nach mir zu prügeln. Warum hast du mich getroffen? Ich war neben deiner Keule. Puh. So, also beide Waffen haben hier nicht besonders viel Auswirkungen gehabt auf den Kollegen. Was hast du mir schwarze Goldsaumkapuze? Noch mehr Feuerwiderstand. Goldsaumumhang, 58 Feuerwiderstand. 24, 49. Okay. Okay. Jetzt habe ich nicht nur ein Gesicht wieder tot, sondern auch noch einen Anzug. Wow, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Habe ich jetzt Status umschalten? Feuerabwehr 217. Aber den muss ich ja wohl verprügeln, oder? Also, das steht ja außer Frage, ne? Da sind wir uns einig, dass ich den verprügel. Steht der nur da vorne rum? Oder kommt der auch her? Ah, der kommt mit. Anscheinend. Ich will aber lieber da vorne kämpfen, Kollege. Lass mal lieber da vorgehen. Hey, bleib mal dort, ich komm schon. Bleib mal da. Brauchst gar nicht, mach dir gar nicht die Mühen, ich bin schon auf dem Weg. Komm mal mit. Komm mal wieder zurück, komm hier lang. So, jetzt. Wow! Okay, das ist heftig. Habe ich das auch mal gesehen, wie das funktioniert? Da muss man weit zur Seite oder keine Ahnung, das. Autsch!
Kriege ich nochmal so eine Schelle, oder wie? Ja, gnadenlos. Ja, da bringt mir auch jegliches... Okay. Da bringt mir auch das Ausweichen nicht so viel, habe ich jetzt das Gefühl. Muss ich hier näher ran? Okay, ich meine, es geht irgendwie, ne? Boah, aua, was eine Schelle. Das macht der 100 pro dreimal und ich bin tot. Ich denke auch, dass ich jetzt wegen der Resistenz zumindest mal einen Schlag überlebe. Ich bin gerade am Überlegen. Ich guck noch mal in die Lava, wie viel Schaden die mir jetzt macht. In Klammern heißt Prozent. Vielleicht. Vielleicht heißt es das. Aber dann hätte ich Magieabwehr 71%. Okay, das ist krass. Woher kommt die? Wahrscheinlich von dem Schwert. Schaden reduziert. Feuer, Magie. Muss ich das dafür ausrüsten? Schadensreduktion. Schaden reduziert, schätze ich mal. Zusätzliche Effekte unten links. Ist das Menschlichkeit? Kriege ich, wenn ich menschlich bin, mit diesem Schwert 120 zusätzlichen Schaden? Hey, Lava, mein alter Freund. Nope. Nope. Nein. Mm-mm. Stimmt, das unten links sind Blutung, Gift und dann 120 und das ist doch das Mensch, das, ich schätze mal, das heißt Menschlichkeit. Dieser Kreis. Oder Heilung? Das Symbol hatte ich bisher nicht irgendwo. Wurde mir noch nie angezeigt. Aber ich hätte jetzt gesagt, das heißt Menschlichkeit, weil links oben ist ja der Kreis. Das ist immer so ein Kreissymbol. Wenn ich menschlich bin, dann bin ich auch, dann habe ich da ein bisschen mehr. Dann leuchtet das so ein bisschen. Deswegen lag die Vermutung jetzt für mich gerade nahe, dass das Menschlichkeit bedeutet. Also ich hoffe, ich finde hier bei diesem Feuerdämon auch einen ähnlichen Trick, der es mir leichter macht, den Kill zu machen. Erstmal mache ich mich leichter. Ich würde ja vermuten, dass es wahrscheinlich eine Art Eiszauber oder etwas in der Art gibt, die diesen Feuerdämon natürlich wesentlich die mehr Schaden macht. Das wäre jetzt so eine Vermutung von mir. Ja, hey, lass mich mal kurz. Das war... Wow.
Knappi. So, und jetzt? Wie haust du auf mich drauf, wenn ich hier vorne stehe? Also ich meine, ich muss ein Weilchen auf ihn einhacken, damit ich hier irgendwas bewirken kann. Oh, mit einem Hit von diesem Ding. Und ich dachte, ich wäre ausgewichen. Zu früh die Rolle gemacht, glaube ich. Heilig. Victor, nicht googeln. Das ist ein Heilig-Effekt. Okay, gut. Bringt mir aber jetzt auch nicht so viel, weil ich keine Ahnung habe, was das bedeutet, ne? Oh, warte mal. Vielleicht gegen die Geister? Vielleicht hilft das Schwert ja doch gegen die Geister. Das war nämlich meine Überlegung. Deswegen wollte ich es überhaupt erst benutzen. Weil ich die Geister da unten gefunden habe. Und die kann ich nur mit diesen komischen Flüchen, mit diesem Geistbekämpfungsfluch bekämpfen. Und deswegen, das war nämlich der Plan, warum ich dieses Schwert überhaupt, warum ich überhaupt dahin leveln wollte, dass ich dieses Schwert benutzen kann. Weil ich dachte, das sah irgendwie so aus mit Magie und keine Ahnung was, als könnte ich vielleicht damit Geister bekämpfen. Das ist die Idee, die ich momentan mit dem Schwert habe. Jetzt bin ich aber aus irgendeinem Grund an einem gewaltigen Lavastrom-Dämon dran. Mit einer viel zu schwachen Waffe. Ich habe das Schwert an ihm noch nicht probiert, ne? Ich meine, ein Dämon und Heilig-Effekt-Schaden, keine Ahnung, wie auch immer man es nennen will. Ah, ich hab's probiert. Ich hab verstanden. Ist nicht der Plan. Uff, das ist übel. Boah, ey, komm. Ich sehe noch keine Möglichkeit, mich nicht davon treffen zu lassen. So richtig. Selbst wenn ich... Ich bin jetzt gerade da rein ausgewichen. Sehe ich nicht. Wow. Es trifft mich durch die Wand durch. Es trifft mich, es geht durch die Wand. Es geht durch die Wand. Das habe ich schon einmal bemängelt an dem Spiel, dass tatsächlich die Gegner durch Wände schlagen können, ich aber nicht. Gegner können durch Wände prügeln, ich nicht. Das ist unfair. Und das ist das Einzige, was wirklich unfair ist in diesem Spiel. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass es sehr, sehr fair ist. So, ich denke mal, ich muss diesen Lavastrom-Dämon kaputt machen, damit ich da unten über die Lava laufen kann. Oh, warte mal. Nee, wait. Hä? Ja doch, das muss damit zusammenhängen. Ich meine, ich könnte jetzt hier unten drüber irgendwie versuchen zu kommen. Mit Rollen und keine Ahnung. Und dann zu dem Kollegen, der da mit zwei Schwertern steht. Oder von hier oben irgendwie runterdroppen oder so. Aber ich weiß auch nicht. Jetzt war Quelaag so leicht.
Und jetzt hänge ich hier an so einem Boy dran. Habe ich denn irgendwelche Waffen, die da vielleicht... Ich kann ja noch mal... Was passiert denn, wenn ich... Das haut ziemlich schnell zu, wenn ich das in beide Hände nehme. Ich probiere mal dieses Schwert nochmal aus an einem Dämon. Ist nicht gelevelt oder so. Achso, warte mal. Ich will ja schneller sein. Ich muss schnell sein. Haust du jetzt schon in meine Richtung? Klemmst du da fest? Was machst du? Wir gucken uns das mal an, was passiert, wenn wir hier sind. Ja, er brutzelt mich einfach. Er haut schon drauf. Er haut auch hier irgendwie in die Mauer rein oder so. Hab noch kein... Wow! Das macht genauso wenig Schaden. So, jetzt trifft... Es trifft mich wieder durch die Wand. Es trifft mich schon wieder durch die Wand und es wird mich erneut durch die Wand treffen. Ich kann auch nicht... Man kann auch nicht ausweichen. Was ist das hier? Komm her, du Sackgesicht. Und er brutzelt einen in 200 Kilometern Entfernung auch noch. Ja gut, das ist auch ein Lavastromdämon, ne? Also... Ah, jetzt kommt er mal. Jetzt kommt er doch mal. So, und nu? Wie weit nach hinten muss ich denn gehen, dass er mich nicht brutzeln kann? Er kann mich eigentlich überall brutzeln. Mit was habe ich einen Quillack gekillt? Mit der Axt. Was gebt ihr mir eigentlich, wenn ich jetzt einen von euch mal kill? Explodierst du oder was machst du? Ah ja, Würmchen. Ja, Würmchen. Die sind ganz schlimm. Die sind ganz schrecklich. Nee, mit euch will ich eigentlich nichts zu tun haben, weil die greifen nämlich sehr, sehr schnell an. Ich dachte, vielleicht kriege ich ja irgendwas Tolles, aber es sieht nicht so aus. Lassen wir das. Wenn er links zuhaut, links dodgen. Klingt nach einem Plan tatsächlich. Da muss ich jetzt aber erstmal, boah, da muss ich erstmal rausfinden, wann er links haut, ne? Und er kommt hier ja schon immer einmal auf mich zu. Je nach Arm, ja, und rechter Arm rechts dodgen, ganz klar. Ich meine, er hat zwar nicht nur zwei Arme, aber ich weiß, was du meinst. Ja, guck mal, der haut nämlich jetzt schon gerade auf mich drauf, ne? Oder? Nee? Tut er nicht? Nee? Aber jetzt brutzelt er mich von hinten. Nee, tut er nicht. Aber irgendwas... Hä? Da ist irgendwas kaputt gegangen, oder?
Da muss ich jetzt erstmal rausfinden. Ja, weil, guck mal. Er fackelt mich durch den Stein ab. Der haut doch immer mit demselben Arm zu. Das sind keine zwei Arme. Immer mit dem Großen in der Mitte. Wie kann ich ihn triggern, dass er mit was anderem zuhaut? Jetzt hat er einen Schwung gemacht. Jetzt habe ich, glaube ich, getriggert, dass er diesen Schwung macht. Also wenn man so nah dran ist. Das habe ich vorhin probiert. Träge Zielerfassung und Dodgen im letzten Moment. Das habe ich vorhin probiert, tatsächlich. Und dachte so, ja, aber nee. Das hat auch nicht geholfen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dieses Schwert was Besonderes tut, tatsächlich. Deswegen würde ich wahrscheinlich wieder auf meine aktuell stärkste Waffe wechseln. Streitaxt plus 5. (lacht) 99 Pfeile aus 200 Metern Entfernung. Ja, ist eine Idee. Allerdings habe ich keine 99 Pfeile und um an 99 Pfeile zu kommen, muss ich einen halben Marathon laufen. Da muss ich das ganze Spiel nochmal durchspielen, um an 99 Pfeile zu kommen. Bitte nicht hauen. Bitte nicht hauen. Lass uns vorne kämpfen, wo ich dich besser sehen kann. Uff. Uff, 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 uff. Ja, da dürften eigentlich, das sind ja kaum Seelen. Ich laufe ja immer mit Null rein. Das war der letzte Moment. Das war wirklich, also später ausweichen hätte ich nicht können. Später ausweichen ging nicht. Kann ich vielleicht diesen Nahangriff triggern und dann... Es ist unglaublich. Du hast einfach... Er macht einen AOE-Damage, der abnormal ist. Ah, jetzt kommt wieder die Schelle des Todes, die einfach... Wie weit schlägt er denn da? Ah, ja, puh, keine Ahnung. Boah, ich bin ja schon ausgewichen gerade. Ich bin ja schon weggehüpft. Hat mich trotzdem noch erwischt. Ja, diesmal hatte ich ihm mehr Schaden gemacht. Es kommt auch irgendwann der Punkt, an dem meine Axt einfach kaputt ist. Dann muss ich sowieso zurück. Habe ich denn sonst irgendwas? Vielleicht hilft macht eine stumpfe Waffe vielleicht mehr Schaden an ihm hier, so eine Riesenkeule. Ich meine, eine stumpfe Waffe habe ich jetzt noch nicht probiert an ihm. Ich bin einfach so überrascht immer noch, dass Quillag so einfach war. Am Ende.
Das Kristallschwert ist leider hinüber, das kann ich nicht mehr benutzen, macht keinen Schaden mehr. Kann ich auch nicht reparieren, aus welchen Gründen auch immer. Das war eigentlich ganz cool. Ah, Feuer gegen mit Feuer bekämpfen, finde ich irgendwie. Was ist denn der Zinnbeschleuniger? Magiebonus 19. Keine Effekte, Gewicht. Der macht halt physisch 145 Schaden, ne? Habe ich etwas, das mehr Schaden macht als 145? Nee, also das wäre tatsächlich, der macht wirklich. Also, kann nicht effektiv genutzt werden. Ja, gut. Was ist denn das überhaupt? Das ist ein Speer. Lol, er guckt ihn sich an. Und weiß nicht, was er damit machen soll. Geil. Was brauche ich denn dafür? Intelligenz. Ach, ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. Peitsche. Also das ist nix. Dann habe ich die Großaxt. Dafür bin ich aber auch zu schwach. Also die Keule. Hauen wir mal mit der größten Keule. Eins auf die 12. Ah, hilft nix. Ob ich die jetzt ausgerüstet habe oder nicht. Paul, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr da seid. Dass er mich da trifft. Wo ist überhaupt sein Arm jetzt? Er hat in den Berg reingehauen. Da war der Arm jetzt. Okay. Ja, lass mich jetzt einmal mit der Keule die eine mitgeben. Wow, die macht genauso viel Schaden wie meine. Das bringt gar nichts. Achso, ich habe sie auch nicht zweihändig. Der AOE-Schaden aus der Hölle. Der AOE-Schaden aus der Hölle. Ich sehe es nicht. Ich hätte das Ding mal zweihändig benutzen sollen. Ich sehe aktuell noch keinen. Keine sinnvolle Taktik gegen den. Muss mal noch was anderes ausprobieren. Also nah ran hilft nicht. Dann kriege ich Respektschellen. Wenn ich weit weg bin, hilft auch nicht. Gefühlt. Weil dann kriege ich Feueratem. Und stinkt er mir ins Gesicht mit seinem Mundgeruch. Ich frage mich so ein bisschen, will ich hier überhaupt sein? Oder gehe ich einfach zurück und pfeif drauf? Und guck mal, was es im Tor gibt, das geöffnet wurde. Haust du jetzt zu? Hinter Sachen verstecken hilft halt auch nicht, ne? Wow, daneben gehauen. Keine Chance. Ich renn an ihm vorbei und er trifft trotzdem. Obwohl er auch gar nicht mich direkt trifft. Wenn ihr versteht. Aber wie komme ich denn hier wieder hin? Da muss ich ja sonst wohin laufen, um an dieses Feuer hier wieder hinzukommen. Das ist ja ein unendlich langer Weg.
Also die Riesenkeule, die ist einfach so schwer, damit bin ich so langsam, da habe ich das Gefühl, das richte ich noch weniger aus als mit meiner schönen Streitaxt. Und hier war ja sonst nichts. Habe ich irgendeinen Weg verpasst? Ich glaube, man kann. Ich könnte halt vielleicht darüber durch die Lava, aber das ist ja nicht der Weg, der so runterhüpfen und dann irgendwie durch die Lava sich mogeln, ist ja auch nicht der Weg, der gedacht ist. Das ist, glaube ich, immer der Weg, der in Speedruns genommen wird, darüber so und dann hier runter direkt. Ihr seht's. Das ist so der Speedrun-Weg, aber das, so soll es ja nicht laufen. Ich guck mal hier, ob hier rechts noch irgendwas ist. Irgendwas, was ich übersehen habe. Oder hier vielleicht. Kann ich mal da draufhauen? Nee. Da passiert auch nichts. Das ist einfach irgendwie nur Gegend. Da hinten ist auch nichts. Hier runterfallen ist auch echt eine blöde Idee, würde ich sagen. Wobei ich es hier wahrscheinlich überleben würde. Aber dann weiß ich nicht, wo ich hier rauskomme, ne? Das sieht so abgeschlossen aus da unten. Bitte nicht hauen, 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 bitte nicht hauen. So, ja, und jetzt ist seine Hand nämlich in der Umgebung, was auch totaler Mist ist. Oh, ey. Du kannst hier, das ist der AOE-Schaden aus der Lava. Aus der Lava. Kame, Hame, Ha! AOE-Schaden kommt aus der Hölle! Oh Gott! Also ich meine, ich mache ja schon ein bisschen Schaden. So ist es ja nicht. Ich kill ihn auch langsam, wenn es sein muss. Da habe ich kein Problem mit. Ich kann nicht nach links ausweichen. Hab ich früh genug gedrückt? Vorhin habe ich zu spät gedrückt. Es ist der AOE-Schaden aus der Hölle. Ich kann hinspringen, wo ich will. Er trifft mich immer. Nach vorne weg, nur zur Seite. No chance. Er trifft mich immer, jedes Mal. Auch hier. Du rollst etwas zu früh. Wenn ich später roll, dann. Alter, Viktor. Und das ist Backseat Gaming aus der Hölle hier gerade. Roll doch eine halbe Sekunde später. Oder wie wäre es mit 2 Milli, 3 Millisekunden? Ah, du bist gut, ey. Ha 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 ha.
Ach ja. Alter, jetzt hat's auch noch funktioniert, ne? Ich habe mich über diesen Kommentar beschwert und jetzt klappt's auch noch, dass ich ausweiche. Du glaubst es ja nicht. Ah. Es hat schon wieder geklappt. Warum? Was ist auf einmal los? Jetzt hat er mich mal getroffen, okay. ich würde gerne einen gewaltigen Boss anvisieren, danke. Wenn das Anvisieren dann nicht funktioniert, ne? Auch super nervig. Mist. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dann gehe ich ohne Rüstung da rein. Weil, also es tut mir leid. Das macht den Kohl jetzt, glaube ich, auch nicht fett. Ob ich dieses Stoffröbchen anhab oder nicht. Mir scheint nicht, dass das. Ich probier's mal ohne Rüstung. Weil damit mache ich ja. Bin ich ja schneller in der Rolle und vielleicht. Ich guck mal, wie viel Schaden ich bekomme, wenn ich. Wenn ich keine Rüstung anhab. Ich laufe jetzt hier lang, auf gut Glück, weil vorhin hat er mich getroffen, als ich da hinten rein bin. Ja, das macht auch ähnlich viel Schaden, also. Ist grad wurscht. Aber jetzt werde ich wieder jedes Mal getroffen. Also. Scheißegal. Okay, ich muss. Ich muss vorher schon das Laufen anfangen. Ich muss vorher laufen und dann die Rolle machen, dann reicht's. Wenn ich aus dem Stand die Rolle mache, reicht's nicht. Gut, aber ja.
Das Grölen ist das Zeichen. Ja, könnte sein. Also nochmal so diese Art von Backseat Gaming, so, das finde ich absolut okay, ganz ehrlich gesagt. Nur so richtig sagen, ich muss jetzt, wenn ich einen Weg nicht finde oder so, aber dass man gemeinsam daran arbeitet, dass man einen Boss kaputt kriegt, das ist okay. Aber mir jetzt genau zu sagen, was die Schwachstelle ist und sowas, das finde ich irgendwie ein bisschen lame. Der grölt, ja, das. Grölen, sorry. Ach so. Paul erträgt's nicht. Ja, aber also das Grölen gibt mir keinen Anhaltspunkt, wann ich rollen muss. Auf keinen Fall. Das ist der grölt und dann, wenn ich dann die Rolle mache, das ist Quatsch. Oh nein, falsche Taste. Lol. Also, ja, das kann ich nutzen, um loszulaufen. Natürlich kann ich das als Trigger benutzen, um loszulaufen. Ja, das kann ich machen. Das kann ich auf jeden Fall tun. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt noch versuchen will. Ich habe halt langsam einen Plan, ne? Deswegen gucke ich es mir mal an. Und er ist gleich ums Eck. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier 100 Kilometer laufen muss. Bin immer noch total überrascht, dass ich einfach Quelaag instant gekillt habe. Sowas Verrücktes, ey. Ich finde es ein bisschen schade, wie ich hier. Ich kann hier nicht einschätzen, wann ich hier jetzt getroffen werde, weil er schlägt durch die Wand, trifft mich durch Wände weg. Ja, was soll das? So, was ist das hier? Ich bin hinter dieser Wand und er trifft einfach gnadenlos. Nee. Das ist fast schon zu spät, wenn er so brüllt. Boah, ey, Leute, ey. Das ist auch ein anderer Schlag, den er gerade macht, glaube ich. Wow. Jetzt hat er wieder 100% Schaden gemacht. Okay, umso weiter ich weg bin, umso mehr Schaden macht dieser Angriff. Umso weiter ich weg bin, umso mehr Schaden kommt da. Habe ich gerade das Gefühl. Also so kam es mir vor. Ich bin jetzt gerade weiter weggegangen aus seinem Bereich raus, dass ich ihn nicht mehr anvisieren konnte. Und dann hat er das Doppelte an Schaden gemacht. Was ist das? Ah. Als ob es in Dark Souls irgendwas gibt, was mich heilt. Wie muss ich hier rennen, damit ich durchkomme, ohne Schaden zu kriegen? Habe ich noch nicht rausgefunden. Juhu! Yes!
Komm, gib mir so hart eine mit, dass ich einfach 99,9% meines Lebens verliere. Wunderbar. Ah, hier, schluckt meine Axt. Hey, ach ja, schön. Hier, nimm noch einen Happen von meiner Axt. Es ist zwecklos. Es ist nicht abschätzbar, wann ich wegrollen muss. Nee. Ich glaube, das war einfach Glück, dass ich vorhin so oft ausgewichen bin. Oh nee, ich bin selber reingelaufen. In Elden Ring wird man geheilt, wenn einer deine Message positiv bewertet. Lol. Wie random ist das denn? Feuerresi finde ich auch irgendwie. Irgendwie ist alles, was du hier in diesem Spiel bekommst, außer den Waffen, echt useless. Unnütz. Absoluter Schrott. Also, ich weiß gar nicht, was hat denn die für ein Gewicht, die Feuerresi-Rüstung? 1,4, die Haube 3,5. Die wiegt nicht so viel, ne? Es ist jetzt nicht so wild. Aber es ist trotzdem ziemlich. Ja. Da würde man sich auch ein bisschen mehr wünschen. Grad gegen den Dämon. Alter, du tust so, als hätte ich ein Geodreieck dabei. Kennst du das Mathe-Meme? Mit dieser Frau, die nachdenkt. Ah, jetzt war ich aber weit weg von ihm und er hat nur die Hälfte Schaden gemacht. Also das, ich weiß nicht, ob das random ist oder habe ich noch nicht, erkenne ich nicht. Sehe ich nicht. Ey, das war nicht zu früh. Das war auf keinen Fall zu früh, was ich hier gerade gemacht habe. Er hat einfach eine andere Attacke gemacht oder was. Keine Ahnung. Erzähl mir doch nichts. Kannst du mir noch nicht erzählen, dass ich hier Frame Perfect dodgen muss? Also, never. Oder beinahe Frame Perfect dodgen muss. Also auf 5 Frames begrenzt oder so. Das wäre einfach, das ist, nee. Kaufe ich nicht ab. Ich kotze gleich im Strahl. Ha, zum Glück habe ich vorhin einmal Leben gelevelt, ey.
Ich überlebe mit einem Viertel HP, ey. Okay, der Dodge war tausendmal einfacher, was auch immer das jetzt gerade war. Was passiert hier? Hallo? Hä? Okay. Von mir aus. Jetzt bloß nicht runterfallen. Autsch. Aua, jawoll. Genau, gib's mir zweimal. Bin gespannt, wie lange meine Axt noch hält. Ist das geil. Da hat der Entwickler bestimmt auch einen Mordspaß gehabt, dieses Geräusch zu machen, ey. Für diese Dinger. Oh, großartig. Ich komme einfach nicht. Wow, one hit dead. Ich komme nicht an ihm vorbei, ohne getroffen zu werden. Direkt am Anfang. Und weißt du was? So einen krassen Scam. Und so viel langsamer bin ich auch gar nicht, oder? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mit der Rüstung wesentlich langsamer bin. Brutalovers, hi, grüß dich. Wie geht's? Ne, ich bin überhaupt nicht langsamer. Und ich... Ne, ich bin wirklich, also gefühlt nicht langsamer gerade mit der. Ich habe ja auch einen Haufen Stärke und ich habe auch schon darauf geskillt, dass Rüstung mich nicht langsamer macht. Ich würde es gerade mal... Gegen dich kämpft er. Gegen den Brutalo-Boss. Quelak war heute wirklich... Ich war sehr überrascht, wie schnell ich Quelak gelegt habe. Das war instant. Dritter Versuch oder so war Quelak down. So der zweite ernsthafte Versuch hat gereicht. Da war Quelak weg. So, und jetzt bist du da hinten. Komm mal her, du. Also es macht schon wesentlich weniger Schaden mit dieser Rüstung. Da halte ich zumindest zwei aus. Aber jetzt habe ich wieder nicht verstanden, warum ich jetzt nicht ausweichen konnte. Warum mich das jetzt wieder killt, habe ich auch nicht verstanden. Welcher Schlag? Ich habe das Gefühl, es gibt einen Schlag, bei dem muss ich nach rechts ausweichen und einen, bei dem ich nach links ausweichen muss. Aber die sehen alle gleich aus. Er macht dieselbe Bewegung. Ich bin doch erst eine Stunde 40 dran, nicht mal. Ich habe erst noch
Stream gestartet vorhin. Und schon werde ich wahnsinnig. Ich habe noch nicht mal die 4,5 Stunden des maximal Menschenmöglichen erreicht und werde schon verrückt. Julius, MS, moin, hi, servus, grüß dich. Schön, dass ihr alle da seid. Hi. So, also, du gibst mir jetzt bestimmt wieder wunderbar eine mit. Ich bin sogar super weit gesprungen und er hat mich trotzdem getroffen. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Ich muss auf jeden Fall kein Backseat Gaming wieder in den Titel, glaube ich, packen. Okay, what? Ah, was passiert? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Warum er jetzt den Angriff gemacht hat. Nope. 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 Ah. Nee. Mach ich mal ganz kurz. Ich bin das erste Mal hier in diesem Lava-Ding. Welche Gebiete habe ich bisher gemacht? Ich war in Darmstadt, ich war in Duisburg und in diesem felsigen Gebiet da. Ach. Also auf die Burgmauer hier, also keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe gerade die zweite Glocke geläutet. Quela gerade fertig gemacht. Und jetzt probiere ich mich hier an diesem Feuerdämon. Wie heißt denn das? Schandstadt, Jetzert. Ich war irgendwie bei Gedärmen und Tod und Fäulnis und bin auf Darm gekommen und wusste irgendwas mit Stadt. Und da kam dann Darmstadt bei raus. Und dann habe ich überlegt, ich war auf einer Burgmauer und die erste Stadt mit Burg war Duisburg, die mir in den Sinn kam. Ja, so ist das gerade entstanden in meinem Kopf. Dieser wilde Unsinn. Ja. Oh, ich sehe gerade, dass meine Alertbox irgendwie ein bisschen seltsam positioniert ist. Ey, aber auf jeden Fall, Julius, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für den Follow. Tatsächlich habe ich habe keine Ahnung von Dark Souls. Ich habe den ein oder anderen Speedrun mal gesehen, so. Allerdings kann man da, glaube ich, gar nicht so viel abgucken von Speedruns. Ich glaube, ich habe auch mal so eine Alle-Boss-Challenge mal so halb verfolgt. Und hab dann aber nur die Tode gesehen oder so. Hier, da gibt's doch DLDU, glaube ich. Die Liga der Unsterblichen war das. Da habe ich halt dann ein paar Bosskills gesehen, beziehungsweise die Tode der Leute.
Also, ich habe keine Ahnung von Dark Souls. Ich habe noch nie einen normalen Run gesehen. Ich habe keinen Schimmer, wie das hier funktioniert, wo ich hin muss, was Sinn macht, welcher Weg gegangen werden muss. Aber da ich hier unten gelandet bin und keinen anderen Weg finde, ist Brutalo Boss derjenige, den ich bekämpfen werde. Aktuell, solange meine Waffe noch hält. So, wie machen wir das jetzt? Okay, keine Ahnung, das hat zwar funktioniert. Ich war, glaube ich, schon mehrfach komplett auf dem Holzweg. Und bin auch schon sehr, sehr viel gelaufen. Guckt mal auf dem Tassilo Gaming YouTube-Kanal vorbei. Schande. Da könnt ihr die ein oder andere Szene nacherleben. Dass das trifft. Dass das trifft. Ich komme nicht auf die Technik, die gegen dieses Ding, diesen gewaltigen Dämon hilft. Ich gucke noch mal in mein Inventar. Habe ich irgendwas? Vielleicht habe ich ja irgendeinen coolen. Guck mal hier, Wurfmesser. Entfernt Parasitenei aus dem Körper. What? Das habe ich ja noch gar nicht gelesen. Oh, oder fertige, einzigartige Waffe. Ich glaube, ich muss mal dem Schmied einen Besuch abstatten. Oder kann ich das selber machen? Wait. Nee. Kupfermünze mit Bild des alten McLeuf? Bitte was? Selbst den wertvollsten Münzen der Menschenwelt kommt in Lordaeron nur geringer Wert zu, da man dort in Seelen bezahlt. Jene, die von der Rückkehr in die Außenwelt träumen, tragen gerne diese Münzen bei sich. Aha. Gott der Medizin und des Tranks. Okay. Ein bisschen Abfall haben wir auch dabei. Ich vermute mal, dass Explosionen und Feuerschaden einem Lavadämon jetzt nicht so viel wehtun. Ein paar Schlüssel und Zeug. Da könnte ich auch noch mal. Öffnet Kerker des nördlichen Asyls der Untoten. Wait, ist das da unten in der Schlucht drin? Könnte sein. Da muss ich mal hingucken, ob ich das jetzt aufmachen kann. Ja, meine Streitaxt plus 5 ist halt schon echt gut, ey. Die macht auch gut Schaden. Ein paar Bolzen haben wir noch dabei. Ich meine, die Feuerrüstung haben wir an. Nee, also.
Verstärkt Verteidigung bringt mir nichts. Kleine Zunahme von Trefferpunkten bringt mir auch nichts. Also, im Inventar ist nichts, was mir irgendwie helfen kann. Und da ich den ganzen Unfug auf YouTube hochlade, machen wir ein ganz kurzes Outro. Geht aber gleich weiter, Leute. Und auf YouTube, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Dann wird der Feuerdämon geklatscht. Das Einzige, was heute passiert ist in dieser Folge, war Quelaag einfach instant zu killen quasi und dann immer wieder in den Feuer-Lava-Dämon reinlaufen und ihn meine Axt spüren lassen. Oder auch nicht. Ich wünsche einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.